KinoCast. Hallo und willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Chris, wie geht's dir? Nein, fang nochmal an. Das können wir nicht machen. Nein, das bleibt so nicht, das können wir so nicht machen. Hier wird nichts geschnitten, alles so wie Doch, hier wird geschnitten. Am Anfang wird noch Hallo. So. Hallo, wir fangen nochmal neu an und zwar ab hier. Hallo Kate. Hallo. So. Ich protestiere. Ist vernommen, wird aber ignoriert. Dann streike ich so. Du musst nachher gleich Anatomie eines Falls vorstellen, den Gewinner der Goldenen Palme in Cannes, den wir in der Sneak Preview hatten. Ein, weiß nicht, 2,5 Stunden Werk, aber da wirst du uns bald, nee, nicht nur 2,5 Stunden, 150 Minuten, da doch kommt ungefähr hin 2,5 Stunden. 2,5 Stunden. Ja. Fühlte sich länger an, aber dazu später mehr. Dann habe ich jetzt mal gesehen, weil der jetzt im Heimkino verfügbar ist, auf diversen Plattformen zum Ausleihen, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Den hatten wir damals schon kurz erwähnt gehabt, als der immer in den Kinostarts, als er in Kinostarts drin war und in den Kinocharts dann relativ lange auch drin war. Und der hatte mich dann eigentlich auch schon so ein bisschen interessiert. Und als ich ihn jetzt mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach, hol's mal. Und ich sehe hier noch einen Film, Brady's Ladies, auf Sky wurde der geschaut, habe ich noch gar nichts gehört, war auch nicht in Kinocharts, soweit ich weiß. Doch, war. Ja? Den unter anderem Titel, nicht im Originaltitel. Oh, wie ist denn der andere Titel, den wir kennen könnten? A.T.'s for Brady. Habe ich auch nicht gehört, okay. Dann noch eine Serie, Die Quelle des Bösen auf RTL Plus. Mal gucken, was das ist. War wirklich im Deutschen zu, Gott. Chris, Anatomie eines Falls aus der Sneak Preview mit einer Pop-Overtüre. Ja, zuerst mit der Pop-Overtüre mit bla bla bla. Ich fand's lustig. Beim Croissant, aber ist egal. Anatomie eines Falls. Das ist schon, der Titel ist so ein bisschen ein wenig in eine, ja, ich will nicht sagen, falsche Richtung vielleicht lockt, aber es ist in mehrfacher Hinsicht, dieses Fall hinten ist in mehrfacher Hinsicht richtig, weil es eben um tatsächlich einen Kriminalfall geht, allerdings geht es auch gleichzeitig um einen aus dem Fensterfall, wenn man das so sagen kann. Und wir sind so, habe ich das noch gar nicht betrachtet, stimmt. Ja, guck mal an. Und ich bin eingeschlafen in dem Film. Justine Triet, ich glaube, es ist Französin, oder müsste französisch sein, hat diesen Film erstellt, gedreht, zusammen mit Sandra Hüller, Svan Arlaut. Und es geht darum, dass Sandra Hüller hatten wir in der Sneak Preview zuletzt mit Das schwarze Quadrat, falls du dich erinnerst. Das auf dem Schiff, wo die dieses Bild, weißt du noch, der war ja echt gut. Hat mir Spaß damit. Da war ich, glaube ich, nicht da. Echt? Okay. Bei 25 km/h warst du aber da. Den hatten wir auch in der Sneak. Ja, den hatten wir auch nicht. Genau, auf jeden Fall. Abgeschiedene Bergregion, es ist Winter. Ein Junge spielt mit seinem Hund irgendwo draußen und plötzlich hört man nicht wirklich viel, weil es läuft die ganze Zeit so eine instrumental Xylophon-Version von 50 Cent's PIMP. Ich gucke die ganze Zeit schon, ob es das irgendwo gibt. Aber ja, gibt es bei Spotify. Hey. Habe ich schon auf meine Laufplaylist gepackt und werde ich, glaube ich, auch heute mit reinnehmen als Musiktipp. In dieser Version sogar? Ja, genau. Perfekt. Und der Junge kommt eben zurück mit seinem Hund und findet dann seinen Vater vor, der im Schnee liegt, blutend und erschlagen. Und weil man nicht genau weiß, wie und was da passiert ist, oder wahrscheinlich erschlagen, also mit der Verletzung am Kopf halt, und man weiß nicht, wie und was und wie das passiert ist und überhaupt, und wie das halt dann eben so ist, wird dann die Frau, also in dem Fall Sandra Hüller, verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Und darum geht es in dem Film.
Es geht darum, dass dann ganz arg viel Vorgeschichte ist. Eine Stunde lang ist so Erzählung, wie und was und wie die auch ermitteln und wie sie auch versuchen, die Szenen nachzustellen und das immer mehr zu ihr zum Vorwurf wird, dass sie den quasi umgebracht hat, weil die ja wohl auch irgendwie Streit hatten. Dazu kommt noch, dass der Sohn der beiden ist blind oder fast blind. Ich glaube, oder ist er komplett blind? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, fast blind. Er hat irgendwie sein Sehvermögen bei dem Unfall verloren. Ja. Genau. Das ist also die erste Stunde des Films geht komplett darum. Und die zweite, anderthalb Stunden des Films gehen dann um einen Gerichtsprozess eben, wo die Anklage gegen die Frau erhoben wird. Und da wird halt auch nochmal ganz arg viel rekapituliert, nochmal nahe dargestellt, verschiedene Gutachten eingeholt, wie was könnte passiert sein und. Also es wird ein ganz kompletter Fall eben zerlegt, dieser Fall. wird komplett zerlegt und darum geht es in dem Film. Das stimmt. Oder habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, nee, das passt schon soweit. ist halt, also die Leiche, oder der wird halt da gefunden, der Junge findet ihn und dann ist ja erstmal überhaupt nicht klar, weil die ganze Situation normalerweise ist halt irgendwie eindeutig, wie was passiert ist und das ist halt hier alles überhaupt nicht eindeutig. Das Ganze spielt in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble und das ist halt so eine Berghütte und irgendwie ist es ganz kurios, der Mann hat irgendwie ganz oben im Dach in der Attika irgendwo gearbeitet und die wollten das irgendwie ausbauen, dass eventuell da Touristen... Ja, er wollte das ausbauen mit Fremdenzimmern und allem. Genau, ja, dass da irgendwie Touristen unterbracht werden können, damit sie ein bisschen Geld verdienen und ja, irgendwie liegt er dann halt plötzlich da unten, aber halt auch nicht an der Stelle, wo man denkt. Und dann auf so einem Vordach, da ist jetzt auch keine nennenswerten Zeichen, dass da irgendwas ist. Und also die Ermittlungen gestalten sich insgesamt als schwierig. Und als dann eben noch rausgefunden wird, dass da noch einiges im Argen lag bei der Beziehung, gerät halt dann die Frau immer mehr in den Fokus der Ermittlungen auch und man stellt sich halt als Zuschauer dann auch die Frage, ja, kann da was dran sein oder nicht oder was war da und wir erfahren dann halt in den Aussagen und dann finde ich, ist der Moment, wo dann auch der Film für mich so ein bisschen Drive aufgenommen hat und wo er mir dann angefangen hat, richtig gut zu gefallen, wo es dann wirklich vor Gericht geht. Da geht die Story dann richtig voran. Weil da kommen dann plötzlich Aussagen, wo du denkst, oh, okay, wie passt das jetzt hier rein? Und am Anfang ist es mehr oder weniger so eine Art Kammerspiel. Du hast sehr wenige Figuren. Du hast die Frau, die Ehefrau, ja, den Sohn, den Mann siehst du erstmal gar nicht, der da zu Tode kommt. Und dann gibt es noch so einen Rechtsanwalt, den sie dann anruft, mit dem sie zusammen das ganze Thema bespricht und was da alles so genau passiert ist und wie und was. Und mehr ist da am Anfang erstmal nicht und das nimmt leider sehr viel Platz. Von früher, muss man auch gleich sagen, ne, die beiden. Ja, das nimmt also, leider sehr viel Raum ein. Das nimmt viel zu viel Raum ein, meiner Meinung nach, weil ich habe es eingangs jetzt gerade schon erwähnt. Mich hat es tatsächlich während dem Film gerissen, weil aber erst später fand ich, glaube ich, wenn ich es richtig gemerkt habe. Da hast du noch später versucht, also, dabei zu bleiben. Ja, das ist richtig. Also bei uns in der Reihe war ja noch viel witziger. Es saß noch jemand, der ist direkt nach 5 Minuten hat er schon angefangen zu schnarchen. Das fand ich sehr lustig. Ach so, links von dir oder? Ja. Okay. Ja, rechts von dir geht nicht mehr, da war ja nichts mehr. Aber, stimmt. Ja, nee, aber links von uns war tatsächlich einer, der direkt weggeknackelt ist. Und ich habe wirklich die erste Stunde noch durchgehalten, aber ich habe mich tierisch gelangweilt irgendwann. Ich muss es ganz, ganz offen und ehrlich sagen, mich hat das überhaupt nicht mitgerissen. Es war am Anfang noch so, okay, vielleicht könnte es interessant werden, vielleicht ist es interessant, vielleicht ist er doch noch mehr dahinter. Und im Endeffekt habe ich dann die ganze Zeit immer wieder nur auf Repeat das Lied von 50 Cent gehört. Was mir irgendwann einfach nur noch auf den Keks ging, muss ich auch sagen. Es ist gar kein Xylophon, das ist irgendein anderes Instrument. Das ist, glaube ich, eine Marimba. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe sogar. Genau, und
Also das ging mir dann tierisch auf den Zeiger. Und als dann die Gerichtsverhandlung losging, war das schon besser. Es war auch dann tatsächlich ein bisschen witzig, weil halt der Staatsanwalt das sehr, sehr cool gespielt hat. Nur war es da um mich schon eigentlich geschehen. Also da hat mich der Film nicht mehr retten können. Deswegen, mir fehlt tatsächlich, ich glaube, 20, 30 Minuten von dem Film fehlen mir komplett. Ich fand es dann sehr nett nach dem Film, als ich ihn Erik gefragt habe, okay, was habe ich verpasst? Sagte, sag ich dir nicht, musst du selber angucken. Ja, naja, ich kann ja schlecht jetzt hier irgendwie spoilern. Jetzt auch im Podcast kann ich es auch. Ja, nee, das ist auch voll okay. Spoilern. Nur im Endeffekt weiß ich, wie der Film ausgeht. Das habe ich dann noch mitbekommen. Und das reicht mir dann aber auch. Und viel mehr Fragen habe ich an diesen Film gar nicht, weil wie gesagt, mich hat er nicht so gerissen. Aber das Problem, oder was heißt Problem? Der andere Punkt ist einfach, da hockt jetzt ein Erik, der sagt, ab da hat der Film mir richtig gut gefallen. Und jetzt würde ich gerne wissen, was und warum. Das stimmt. Ich hab's dir gleich noch. So, genau das war. Das war erst extra mal so kurz, damit wir keinen Ärger kriegen hier mit GEMA. Oder? Alter. Jetzt bin ich wieder wach. Ja, das, weiß, war das zu laut? Okay. Nein. Also, ist gut. Ja, das war natürlich dieses Ganze. Das wurde ja erstmal so aufgebaut und wir wissen in dem Moment am Anfang, hat man zumindest das Gefühl, dass wir Zuschauer genauso viel wissen wie die entsprechenden Personen, also wie der Junge, wie die Frau, wie die Ehefrau. Und dann enthüllt sich das aber so Schritt für Schritt. Nee, tun wir gar nicht, weil da ist schon einiges im Argen. Und das fand ich eigentlich richtig gut. Und auch die Darsteller während des ganzen Prozesses, weil da kommt auf einmal eine Fülle von zusätzlichen Darstellern mit dazu, angefangen von der Richterin, von dem Staatsanwalt, der Anklage erhebt, über eine andere Frau, die mit in der Verteidigung arbeitet, die mit bei dem Rechtsanwaltsding da angestellt ist, wo der Rechtsanwalt arbeitet und so weiter und so fort. Dann natürlich die ganzen Zeugen, die da teilweise zu Wort kommen. Und das hat dann so eine ganz kuriose, teilweise auch lustige Stimmung bekommen, weil wenn dann irgendwie der Fall nachgestellt wird und die schmeißen dann so eine Puppe mehrfach vom Dach, hätte ich beinahe gesagt, aber aus diesem Bodenfenster raus. Ja, die haben es ja wirklich aus dem Dach geworfen, also das passt ja schon. Ja, die nee, aus diesem komischen Attika, aus diesem Bodenfenster haben die Puppe rausgeworfen und so und dann alles nochmal gefilmt und nochmal geguckt und dann noch so die ganzen Zeugenaussagen und auch der Staatsanwalt, das war halt nicht so ein typischer Staatsanwalt, der so ein bisschen sehr zugeknöpft ist und sehr alles sehr ernst nimmt, sondern der ist teilweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit seinen ganzen Aussagen und mit seiner Art, wie er gefragt hat oder hat manchmal zu viel geredet und das, was man eigentlich eher so von Anwälten kennt, wer jetzt zum Beispiel Lincoln Lawyer geguckt hat, wenn er dann angefangen hat, da zu fabulieren und dann der gegnerische Anwalt hier, der Staatsanwalt musste Einspruch, ja stopp hier, das gehört hier nicht dazu. Hier ist es genau umgedreht, hier ist der Staatsanwalt der extrem ausführt und teilweise irgendwelche Sachen äußern, wo du denkst, wow, oder irgendwas. Und ich fand das einfach so kurios lustig und die anderen okay. Im Kino auch. Und nicht alle. Ja, nicht alle, du nicht. Aber das hat mich dann echt wieder extrem versöhnt. Aber diese lange Anfangsszene, wo da einfach nichts passiert und wo sich das so ewig hinzieht. Jetzt kommt noch der absolute Game Changer, nämlich für mich auch noch. Wir haben den Film im Original gesehen mit deutschen Untertiteln. Das heißt, die sind ständig geswitcht zwischen Englisch und Französisch. Und irgendwann war das, für meinen Kopf war das einfach nur noch so. Ich habe echt, dann hast du unten mitgelesen, dann ist so, Moment, Englisch brauchst du nicht mitlesen, das verstehst du im Original besser. Dann hat die paar Brocken Französisch, wo ich noch habe, haben dann ihr Übriges getan. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Nur eben, Es war massiv für meinen ganzen Kopf einfach too much irgendwann, dieses Durcheinander und dann, kann ich es doch auf Englisch sagen und dann kam dann immer dieses Deutsch-Englisch, dann spricht sie einmal und das ist was mich richtig aufgeregt hat,
dann spricht sie einmal perfektes Französisch und erklärt alles, was weiß ich, was wirklich. Und dann irgendein relativ einfaches Wort, muss sie nachfragen, wie das heißt. Da habe ich gedacht so, das kann ich also, aber nachvollziehen. Also das geht mir auch, ich meine, wir sind... Ja, aber also, come on, wenn ich so perfektes Französisch eigentlich drauf habe und dann plötzlich so ein kleines Stolperfalle habe, weiß ich nicht. Nee, also mich hat das gestört. Nee, da muss ich intervenieren, weil ich das selber kenne, weil wir sind eine englischsprachige Firma, ich muss quasi den ganzen Tag Englisch reden, wirklich, und Meetings und Business-Englisch. Und dann bin ich manchmal, wenn ich dann mit Kollegen irgendwie, wenn wir privat dann irgendwo mal weggehen abends, und dann kommt plötzlich ein ganz anderer Themenbereich, du redest irgendwas und dann fällt dir plötzlich irgendein Wort nicht ein. Okay. Weil wenn das ein anderer Bereich ist, und das kann ich bei ihr halt noch mehr nachvollziehen, weil sie plötzlich in einem Bereich ist vor Gericht, sie ist aufgeregt und sie muss plötzlich Sachen erklären, die du normalerweise in deinem privaten, wenn du sprichst, was dein normaler Wortschatz ist, was du da nicht erklären musst. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Insbesondere bei ihr dann auch mit Französisch. Englisch hast du überall nochmal. Und ja, aber ich fand das trotzdem, also mir ging es ähnlich. Ich kann zwar ja ein bisschen Französisch, aber diese ganzen Fachtermini da vor Gericht und das wusste ich auch alles nicht. Also das ist alles so fern. Ja, aber sie wusste das halt teilweise, und das ist das, wo ich denke so, komm mal. Ja, gut, sie hat sich vielleicht doch damit beschäftigt und sie lebt ja auch schon eine Weile da in Grenoble und so. Und ihr Mann ist Franzose. Muss vielleicht dazu sagen, also sie ist Deutsche, sie spielt auch eine Deutsche, und sie ist mit ihrem Mann, der Franzose ist, haben sie erst in London gelebt. Und haben sich da aber, war natürlich sehr teuer, und dann haben sie gedacht, okay, weil beide Schriftsteller sind, sie gehen zurück in sein, ich glaube, es war sein Elternhaus oder so. Oder er hat ein günstiges Haus da in der Region von seinen Eltern, wo seine Eltern mal gelebt haben, gekauft, so war es, glaube ich. Und genau, deswegen ist er quasi jetzt in seinem Heimatland und sie aber nicht. Sie muss sich immer in einer Fremdsprache unterhalten. Also der Sohn wird auch so halb, ja, Französisch natürlich, und aber auch halb Englisch von ihr erzogen, und ja, ist alles sprachlich gesehen babylonisch. Ich hoffe nur mal, dass sie darauf geachtet haben, dass der englische Sprachanteil im Film unter, ich glaube, da gibt es, was war die Prozentzahl für den Oscar, für den Auslands-Oscar? Ich weiß nicht, ob es 30% oder 50% waren. Das war ja damals... Nee, keine Chance. Das war ja damals also damit sind sie raus. K.O.-Kriterium für Victoria, leider, für den wahnsinnig guten deutschen Film, dass der nicht teilnehmen durfte als bester ausländischsprachiger Film. Ja, nee, da sind sie raus. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Weil die redet ja mit dem Anwalt auch die ganze Zeit Englisch und so, deswegen keine Chance. Ich weiß nicht, ich könnte, weil die... Täusch dich nicht, die zweite Stunde, wo du ein Stück verschlafen hast, die war komplett auf Englisch, auf Französisch. Mal schauen, warte mal, steht hier, ach nee, jetzt sind ja die Oscar-Nominierungen, sind ja noch nicht raus, weil ich glaube, die Hauptdarstellerin Sandra Hüller, die hätte dann durchaus, okay, Oscar-Nominierung kann sie ja trotzdem kriegen als beste Hauptdarstellerin für den Film, das kann ja trotzdem sein, aber ja gut, vielleicht ist es ja dann wie bei Parasite, dass er dann einfach in der Hauptkategorie antritt. Ich könnte mir schon denken, dass der gute Chancen hätte, der Film. Das ist auch so ein bisschen Oscar-Material, so ein Aufrollen, so eine Geschichte erzählen. Das kommt immer ganz gut bei den Oscars. Unabhängig davon jetzt, wie es uns jetzt gefallen hat. Aber im Oscar-Rennen, denke ich mal, hat das eine Chance. In diversen Kategorien. Weiß nicht. Weiß nicht. Dafür fand ich ihn tatsächlich... Zu tröge. Ja, ich sage ja, unabhängig davon, wie es uns jetzt gefallen hat, aber da waren ja manchmal schon im Oscar-Rennen Filme drin, wo wir gedacht hatten, oh mein Gott, ey, den hatten wir in der Sneak, ey. Wie kommt der da in die Oscar-Auswahl? ich fand ihn ja tatsächlich ganz gut, was aber hauptsächlich an der zweiten Hälfte liegt und ja, die mich wirklich versöhnt hat dann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in der deutschen Synchro dann abläuft, ob sie dann wirklich diese ganzen Wortspiele, diesen seltsamen Humor, der dann drin steckte während der Gerichtsverhandlung, wo es ja eigentlich um alles geht, weil da ist ja quasi eine Mordverhandlung, ihr wird ja Mord vorgeworfen und es sind ja auch Beweise da, die dafür sprechen würden, ja, und dann ist wirklich so eine Abwägung, dass sich quasi vor Gericht entscheidet, weil die Wahrscheinlichkeit ist wirklich 50-50, dass sie deswegen verurteilt wird oder nicht, es kommt halt wirklich drauf an, Wie kann der Staatsanwalt das darstellen? Wie kann ihr Anwalt das rüberbringen? Wie läuft das mit den Zeugenaussagen, speziell dann auch mit ihrer eigenen Zeugenaussage?
was ja eigentlich nie eine gute Idee ist, wenn die angeklagte Zeugin oder der angeklagte Zeuge in einem Gerichtsfall selber aussagen. Das ist immer, da wird immer davon abgeraten, kenne ich aus Lincoln-Lawyer. Ich habe alle Folgen Lincoln-Lawyer gesehen, ich bin quasi ein Anwalt. Ich kann quasi, wenn mir irgendwas ist. Ach komm, es gibt doch nur zwei Staffeln. Ja, die sind gut. Ich habe aber auch Matlock gesehen. Matlock! Und damals, wie ist das damals mit dem älteren Anwalt und mit dem jüngeren, der mal mit so einem roten Dreier BMW Cabrio da rumgefahren ist, mit dem, war irgendwie in 90ern, weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ich habe alles gesehen, alles. Ich kann mich selber verteidigen. Ja, ich kenne auch 20 Staffeln Grey's Anatomy, ich bin Ärztin. Siehste, genau. Genau. Was haben Sie für eine Ausbildung? Ja, alles. Ja, nee, Anatomie eines Falls ist schon ein guter Film, aber zu lang. Meinst also du das, Liebling Kreuzberg? Nee, war eine US-amerikanische Serie. Ah, ja. Ich google das mal, du kannst ja da mal noch was erzählen. Was, ich soll noch was erzählen zu diesem Film? Okay, ich kann die Punkte kann ich geben und ja auch begründen, warum. Also ich bin raus aus dem Film und habe erstmal gedacht, oh, boah, meine erste Reaktion war, dass ich 4 Punkte gebe, aber das habe ich revidiert inzwischen, weil ich eben die Kritikpunkte habe, dass er viel zu lang ist, viel zu tröge. Die erste Stunde eigentlich könntest du in 20 Minuten auch zusammenfassen und sogar maximal 20 Minuten, dann hättest du einen viel knackigeren kurzen Film. Ich weiß nicht, warum man sich da so episch für Zeit nimmt. Und dadurch, dass es mich dann auch noch wirklich gerissen hat, dass ich eingeschlafen bin, ich war eigentlich nicht müde an diesem Montagabend. Muss man fairerweise wirklich sagen. Also es gibt Tage, da gehe ich um ein erhebliches Müdigkeitslevel höher ins Kino oder in die Sneak. Und ich war an diesem Montag nicht müde, aber war danach todmüde. Ich habe kaum Erinnerungen auch an die Heimfahrt, weil es wirklich so verballert war. Ich weiß nur, dass da irgendwie noch eine Straße gesperrt war halber. Und Polizei, hört ihr zu hier. Das können Sie vielleicht. Ja, das ist Aussage gegen Aussage, wer weiß es mir. Ich kann nicht verteidigen übrigens, ne? Also ich habe da, hab da Skills. Du bist ja quasi Anwalt. und deswegen habe ich es nach unten nochmal korrigiert. Ich gebe tatsächlich nur 3 Punkte, weil ich es viel zu lang fand. Dann viel drei zu. 3 Punkte. Ich fand es viel zu lang, viel zu anstrengend. Mit dem Hin- und Herwechseln der Sprachen. Und so wirklich überzeugt hat mich der Film einfach von vorne bis hinten nicht. Das ist leider in dem Fall für den Film leider so. Und ja. Und jetzt kommt der Erik und der gibt bestimmt 40 Punkte oder so. Nee, aber ich lieg schon höher, weil ich hatte, also speziell in dem zweiten Teil des Films, hatte ich schon ziemlich viel Spaß. Ich weiß nicht, ich habe hier mal, stehen die noch vom letzten, ich glaube, ich bin so bei 7,5 jetzt, wenn ich selber nochmal Revue passieren lasse, bin ich so bei 7,5 Punkten. Und ist auf jeden Fall zu lang, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber auf jeden Fall keine 3 Punkte nur, nee, definitiv nicht. Nee. Doch, nee, definitiv. Nee. Nie im Leben 7,5. Nie im Leben. Nee, okay, jetzt liebe HörerInnen, jetzt liegt es an euch. Jetzt müsst ihr mal den Film selber mal sichten. Würde mich interessieren, wenn den jemand in der Sneak Preview vielleicht schon hatte und hat den vielleicht in der Synchro gesehen und kann vielleicht mal sagen, ob das da auch ganz gut läuft oder ganz gut angekommen ist oder nicht. Ja. Ja, übrigens, ich habe rausgefunden, oh Gott, ich habe jetzt gerade gegoogelt hier, Anwaltsserien der 80er, Ende der 80er. Die Serie hieß Die Fälle des Harry Fox mit Jack Warden und John Rubinstein. Wow, ich glaub, Harry Fox ich und sein Sohn 30 Jahren nicht mehr gehört, Harrison also. Fox klären gemeinsam Kriminalfälle aus. Auf Harry will das so, Harrison nicht. Harrison ist ein junger, aufstrebender, konservativer Anwalt, der eigentlich einen Laufburschen oder sogar einen Privatdetektiv beschäftigen müsste. Ja. Harry ist ein Bad Boy. Bad Boy, ja. Okay, Mensch, geteilte Meinung hier bei Anatomie eines Falls. Bin echt gespannt, ob da in den Kommentaren, also lasst uns irgendwie einen Kommentar da, wenn ihr den Film gesehen habt. Irgendwo, wann läuft er eigentlich an? Hier steht Kinostart in 11 Tagen, ist quasi nächste Woche. Dann dürft ihr alle reingehen in den Film. Nein, natürlich hat der Film da Daseinsberechtigung. Es gibt ganz viele, die ihn gut fanden. Das ist auch schön, das freut mich. Meins war es halt einfach nicht. Überhaupt nicht. Ja, das ist halt manchmal so. In der Sneak Preview kriegt man manchmal so Filme vorgesetzt. Und was ist denn so in den Sneak-Tipps drin? Was macht denn da? Macht das Mut für morgen oder ist da auch was Komisches? Also grundsätzlich in der Sneak kann immer was Komisches kommen.
Der Tipp für morgen lautet, wer hochsteigt, fällt tief. Und es sind Tipps eingegangen. Jetzt müssen wir kurz hier mal scrollen, weil es irgendwie wird da ganz viel angezeigt. So, also einmal wird getippt, Dump Money, schnelles Geld. Der Trailer sieht übrigens grandios aus. Wenn der kommt, Alter. Will ich unbedingt sehen. Da geht es um den GameStop-Case da, wo bei Reddit damals das hochgepusht worden ist, dann wo ganz viele normale, in Anführungszeichen normale Bürger sich angefangen haben, GameStop-Aktien zu kaufen und eigentlich das Gleiche gemacht haben wie große Investmentfonds, bloß dass halt hier, sag ich mal, der normale Bürger das gemacht hat und das fanden die alle gar nicht so witzig, die großen Anleger. Ja, und dann hat der Martin noch einen Film getippt, der aber leider falsch ist, weil wir den schon in der Sneak hatten. Und das ist One for the Road. Also momentan ist Dump Money der einzig korrekte Tipp, der abgegeben wurde. Was würdest du denn tippen? Du kannst den jetzt zählen können. Auch mittippen. Du gehst doch nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, was demnächst so anläuft. Weiß nicht, wer hochsteigt, fällt tief. Wenn ihr den neuen Pan im Film in der Sneak bekommt, dann beiß ich mir in den Arsch. Ich sag's euch, weil der könnte auch passen. Dann, ja, sobald es ersichtlich wird, kannst du dich ja schnell noch ins Auto setzen. Der geht und ja auch. Wer passt auf unser Kind auf? Da kannst du mitnehmen. Geh ich rein. Nubi rein, okay. Flasche rein. Alles gut. Also, es könnte auch auf die Tribute von Panem, die Ballade von von Schlange und Singvogel und Schlange, ach keine Ahnung, ich kenne nur den englischen Titel. Spotttrossel gab es da auch immer noch. Nee, das war der Spotttölpel und der hat damit nur bedingt Mocking zu tun, Jay. Zumindest mit dem Filmtitel. Mockingjay. Ja. Naja, schauen wir mal, was uns da morgen erwartet und wir gucken mal noch, was diese Woche noch so anläuft und was in den Kinocharts drin ist. Kinocharts und Neustarts. Ja, wer kennt sie nicht, Erik? Ne? Mockingjay und Silent Bob. Ja, warte mal. Kinocharts. Scroll. Hier. Wir kriegen die ja immer vom letzten Wochenende. Da ist auf Platz 5 das Fliegende Klassenzimmer, diese Neuverfilmung. Oh, Moment. Du hast was Aktuelles? Ich habe nichts Aktuelles. Oder? Ah, doch, hier vom 16. 6, ja. Okay, dann auf, ja, Inchat geht's. Ja, ich hab's. Platz 4 ist Taylor Swift, die Eras Tour. Und dazu möchte ich verschiedene Sachen noch ganz kurz sagen. Zum einen hatten wir den ja auch hier schon in der Sendung. Und in Deutschland in der Woche 41 ist der von 0 auf 1 geschossen insgesamt. Mhm. Also deutschlandweit. In den USA war der auch ganz, ganz, ganz vorne dabei. Vielleicht hier in Stuttgart nicht ganz so. Wer weiß, vielleicht haben es viele nicht mitbekommen oder wer weiß. Platz 3 in den Stuttgarter Innenstadtkinos ist The Creator. Und da hatte ich vor der Sneak mich mit einem unterhalten, der im Kino arbeitet. Und er hat gemeint, ey, wenn man das in Atmos guckt, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was die da auf der Soundspur alles veranstalten. Also wenn ihr Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, es sei denn, ihr habt zu Hause eine wirklich, wirklich, wirklich gute Anlage. Also ich rede jetzt nicht hier im iPad und irgendwas gucken, sondern hey, dafür wurden Filme gemacht, ja, fürs genau, iPad. Ich glaube, das ist so ein Film, den muss man im Kino sehen. Geht da mal rein. Okay. Platz 2, A Haunting in Venice. Und Platz 1, immer noch Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und ich folge Checker Tobi auf diversen Plattformen, da hat sich auch sehr gefreut, da hat er auch seine gab es auch so eine, ja, so ein kleines Achievement für so und so viele Besucher oder sowas. Ja, hat alles verdient, ist ein ganz toller Film. Hatten wir auch schon. Deutschlandweit übrigens auf Platz 2 aktuell. Ja, das spricht wiederum für Stuttgart. So, okay, was läuft denn an? Chris, der erste Film, den machst du mal. Der passt zu dir. Ich wollte gerade sagen, mit Platz 2 kennen wir uns in Stuttgart ja aus, ne? Die unlangweiligste Schule der Welt auf Klassenfahrt. Deutscher Familienfilm, in dem eine Schulklasse auf einer zunächst öden Klassenfahrt ein unverhofftes Abenteuer erlebt. Wow, klingt das spannend. Das ist doch quasi deine Lebensgeschichte, oder? Die unlangweiligste Schule der Welt auf Klassenfahrt. Wenn ihr auf Klassenfahrt geht, oder? Nee.
Ah ja, sieht aber nach einem Kinder-/Familienfilm aus. Kinder-Slasher-Film aus. ist auch ab 0 Jahren freigegeben. Und jetzt, wenn, wie ist der andere Film, das Fliegende Klassenzimmer, was ja so ein bisschen die ähnliche Kerbe schlägt, vielleicht kann er das Eisen weiter schmieden, was so Schulfilme angeht. Ja, dann startet auch noch Five Nights at Freddy's. Es basiert ja auf diesem bekannten Spiel, was ziemlich abgefahren ist. Und was war da die Geschichte? Den will ich auch unbedingt sehen. Dass da irgendjemand in diesem, was ist das, so eine Bowlingbahn oder sowas, ne, da irgendwie so Nachtschicht machen muss. Und genau, Josh Hutcherson. Der ist, glaube ich, seine erste große, richtig große Rolle nach Panem. Und das muss echt gut sein. Das sieht mega geil aus. Ja, das Spiel fand ich schon sehr abgefahren. Das habe ich nicht aktiv gespielt. Ich habe da mal reingeschaut gehabt irgendwo, aber das war mir irgendwie nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob der Film was wäre. Genau, dann startet One for the Road, den hatten wir schon in der Sneak, die deutsche Komödie mit Nora Tschirner und Frederik Lau, die sich im MPU-Kurs kennenlernen und gemeinsam versuchen, vertraute Gewohnheiten aufzugeben. Ist aber nett umschrieben, hey. Geht's da nicht um irgendwie Alkoholiker? Ja, hast du letzte Woche zugehört. Ah, okay. Ja, nicht so wirklich. Okay, war aber ein guter Film, also überraschend guter Film. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach empfohlen und... Ja, es steht hier auch zwar hier beim Kino drin, es ist aber eigentlich eine Serie, steht deswegen beim Kino drin, weil es spezielle Vorführungen gibt in diversen Kinos, wo mehrere Folgen gezeigt werden, nämlich Neue Geschichten vom Pumuckl gibt es als Special Kino Event. Da werden von dieser neuen Serie, die glaube ich von RTL Plus produziert ist, werden diverse oder mehrere Folgen im Kino gezeigt. Und soweit ich das gehört habe in meiner Filterbubble bei den ersten Previews, kommt das sehr gut an. Man hat wohl mit so gewissen Filtern diese Stimme von Hans Klarin, diese originale Pumuckl-Stimme gemacht. Und es spricht aber jetzt natürlich jemand anders, aber es klingt halt einfach wie das Original und es fühlt sich halt auch sehr stark an wie damals und ist vielleicht so eine nette Zeitreise zu damals. Ja, weiß ich nicht. Es startet auch noch The Killer, ein starbesetzter Netflix-Film, in dem ein Auftragskiller von seinem Gewissen geplagt wird zum Ärger seiner Kunden. Muss ich unbedingt sehen. Das ist der neue David Fincher-Film, der ja hier Fight Club und alles gemacht hat. Muss ich unbedingt sehen. Christian Michael Fassbender ist ein Auftragskiller. Ach, guck mal an. Der Trailer sieht auch so gut aus. Also du merkst schon im Trailer, okay, das ist ein Fincher-Film. Also das ist irgendwie von dem Schnitt her, von dem Grading und allem, das fühlt sich so gut an, den muss ich unbedingt sehen. Ja, Fincher ist... Ja, jetzt nachdem er so lange irgendwie gefühlt nichts gemacht hat oder weiß nicht, das und der sieht wieder richtig gut aus. Ich hoffe, der wird gut. Obwohl hochsteigt, fällt tief, das wäre natürlich auch geil in der Sneak. Könnte passieren, ja, weil der... Film halt, ne? Ja, macht der nichts. Ich meine, die haben genug Asche, wird ja immer teurer. Geld muss irgendwo hin. Das Geld muss weg. Es läuft auch noch im Kino. Detective Conan Movie Nummer 26, das schwarze U-Boot, der 26. Film der Anime-Reihe um Detective Conan, in dem es erneut um die schwarze Organisation geht. Wird bestimmt auch wieder ziemlich Erfolg. Gibt es ja sehr viele Fans, die da reingehen. Ja, aber 26 Filme auch schon, ist auch krass, ne? Richtig gut. Dann haben wir die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Ein Drama nach Buchvorlage mit Jim Broadbent über einen Rentner, der über 1000 Kilometer zu einem Hospiz laufen will, um einer Freundin neuen Lebensmut zu schenken. War das nicht auch Jim Broadbent in diesem Film, der da durch ganz England gereist ist mit dem Bus? Das kann sein, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, ich kriege die ganzen Animes. Es läuft auch noch Digimon Adventure 2. Das ist erst der zweite. The Beginning. Komisch, warum ist das nicht der erste? The Beginning. Ein Anime-Film aus dem Digimon-Franchise, der Erwachsenengruppe rund um Davis, Cody, Yolai, Ken, TK und Kari folgt. Ah ja. Das sagt mir halt gar nichts, aber ist okay. Und dann haben wir noch Die Theorie von Allem. Den hatten wir auch in der Sneak. Deutscher Schwarz-Weiß-Thriller über mysteriöse Vorkommnisse auf seinem Psychokongress. Auf einem Physikkongress in den Alpen. Ja. Wer kennt ihn nicht, den Psychokongress?
Wer kennt es nicht, ne? Aber ich glaube, der ist in der Sneak nicht gut angekommen. Wir beide haben den auch da nicht gesehen in der Woche, wenn ich mich recht erinnere. Nee. Ich kann mich zumindest an diesen Film nicht erinnern, was aber heutzutage nichts mehr heißen muss bei mir. weil ich vergesse schlechte Filme relativ schnell. Ach so, ich dachte, das ist eine Anspielung auf dein Alter oder so. Ja, Altersdemenz kommt noch mit dazu. was hier noch mit drin ist, bei filmstarts.de steht auch noch The Marvels mit drin als Kinostart der Woche, weil ich glaube, der startet am Mittwoch, glaube ich, irgendwie nächste Woche schon. Deswegen steht er bei dieser Woche mit drin. The Marvels. Genau, ist quasi ist der Nachfolger von Nein, das ist Erik, Erik, einfach nein. Nein, erzähl du. Du bist da sattelfester. Einfach nein. Aber Brie Larson ist doch wieder mit dabei. Das muss doch. Ja, aber es geht hauptsächlich geht's um Brie Larson, genau, um Captain Marvel und sie trifft auf Miss Marvel und alles Mögliche. Viele sagen, okay, brauche ich das? Und was weiß ich was. Ich finde es tatsächlich relativ spannend, das zu sehen, weil zum einen mag ich Brie Larson und zum anderen ist es so ein Woman-Power-Film und das finde ich auch relativ spannend. Ich bin gespannt, ob sie da was sie da für eine Brücke schlagen können, auch jetzt wieder zu den Serien rein. Deswegen, da bin ich tatsächlich interessant. Das ist sogar was mich ins Kino locken könnte. Wollte gerade sagen, also, das ist mal wieder ein Atmos-Termin, ha? Ja, also es ist jetzt nicht so dieses, okay, ich muss ihn am Release sehen, sondern das ist wirklich was mich ins Kino locken könnte, weil ich einfach Brie Larson mag als behalten wir Captain doch mal Marvel. Im Hintergrund. Und dadurch, dass der rauskommt in der Woche und ich den Tag die Woche Ferien habe, also hier steht übrigens Kinostart 8.11., ne? Also das ja, wäre ja nochmal. 8.11., oder? Ja, aber das wäre ja noch nicht mal übernächste Woche, sondern übernächste Woche. Komisch, steht hier bei... Ja, bei Filmstarts.de. Vielleicht gibt es Previews oder so. Ja, deswegen mal gucken. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also hätte ich tatsächlich mal wieder Bock drauf. Möchte ich tatsächlich sehen. Ich glaube, das ist auch so der erste Film seit langem. Also ich war ja ein paar Mal zusätzlich zur Sneak im Kino. Indiana Jones, erinnere ich mich da. Mission Impossible, Phantom Protocol. Nicht Phantom. Der neue halt. Komme ich gerade nicht auf den Namen. Genau, das wäre zumindest mal wieder ein Film, der mich richtig aktiv ins Kino zieht. Ja, mal schauen. Okay, das war's mit den Filmstarts der Woche. Und wenn ich hier richtig sehe, steht hier sonst nichts weiter drin. Wir haben einen Rezensionsfilm bestellt, der kommt noch. Dieser Halloween-Film, den machen wir dann nächste Woche, wenn der kommt. Ja, auf den habe ich echt Bock. Das hatte ich ja letzte Woche schon bei den Neuvorstellungen. Okay. Aber wie gesagt, so, da hätte ich Bock drauf. Und dann kommst du mit ums Eck mit, hey, wir könnten eine Rezension. Echt? So, ja. Oder hat Kate schon geschrieben, so, ja. Und ich so, okay, geilo. Da habe ich Bock drauf. Der Trailer sieht aber auch echt cool aus. Also, es könnte trashig werden, aber auf eine gute Art. Wir können da auch Freikarten verlosen dann. Also da achtet mal, folgt mal hier dem Kinocast auf diversen Kanälen. Instagram, Twitter oder X oder Blue Sky. Blue Sky. Tumblr, Blue Sky. Was es nicht alles gibt, Snapchat, überall. Blue Sky, hängt davon ab, was wir draus machen aus Blue Sky, deswegen Blue Sky. Definitiv. Jo, dann gucken wir aber erstmal ins Heimkino. Nee, halt. Heimkino. So, Heimkino. Ich hab, also wenn das gewollt war, der hat mich abgeholt. Der war gewollt. ich habe Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem geguckt. den man sich ja jetzt... Kannst du es nochmal dreimal ganz schnell hintereinander Teenage sagen? Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Zwischen dichten Fichten, tüchtig, picken, dicke, finden, tüchtig. den zwischen dichten Fichten, dicke, picken, dicke, finden, tüchtig. Sag das ein paar Mal, dann ficken die Finken. So, jetzt, das habe ich geschaut. Und es wundert mich ehrlich gesagt, dass insbesondere der Chris den noch nicht geschaut hat. Ich weiß ja, der hat da so eine gewisse Affinität zu dem ganzen Thema. Ich ja auch. Ich habe damals diese ganzen Serien, da gab es ja so Zeichentrickserien, die habe ich geliebt, echt. Ich auch. Geliebt habe ich die. Und die Verfilmungen. Im Winter in meiner Kindheit haben wir bei uns auf dem Balkon, als richtig viel Schnee lag, haben wir keinen Schnee, also ein Kumpel von mir und ich haben da riesen Schneekugeln gemacht, die aufeinander gesetzt und innen ausgehöhlt und da eine Turtlesburg gebaut, wo man durchrutschen konnte. Und das ist, ach, das war Zeiten. Man muss dazu sagen, jetzt wisst ihr, wie alt Chris ist.
Da gab es noch richtig Schnee in Stuttgart. Ja. Genau, ich kann mich auch noch an Schnee erinnern. So, aber jetzt Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Sperriger Titel. Erstmal muss man dazu sagen, das ganze Ding ist jetzt nicht mehr, vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ja mal, ich glaube mit Megan Fox so ein, war das Megan Fox oder so? Diese Real-Verfilmung. Ja, war Megan Fox. Ja, ja. Richtig. Der war ja so, naja, ging so, man hat es als Turtles-Fan. Moment, da davor gab es noch andere Filme, ja, ohne Megan Fox. Ja, aber ich meine jetzt so als TMNT-Film gab es ja doch schon einige Versuche, das irgendwie ordentlich zu machen, und gerade im Bereich Realverfilmung ist es immer ein bisschen fehlgeschlagen, finde ich. Man möge mich eines Besseren belehren in den Kommentaren. Aber, und hier, ihr kennt ja alle diese Spider-Man-Filme, diese neu animierten Filme, diese New Universe und sowas. Und so ungefähr ist das jetzt hier vom Style her auch gemacht. Was eine extrem gute Wahl war für diesen Film. Also man hat jetzt nicht das Problem, dass man einen in Anführungszeichen Realfilm macht, der aber irgendwie komisch aussieht, sondern man hat hier wirklich diesen Animationslook, der ja wirklich gut aussieht, der auch so, fühlt sich so ein bisschen nach Comic an, nach der Vorlage, und es ist halt trotzdem immer noch künstlich. Man sieht, dass es animiert ist, das heißt, wenn da irgendwelche wirre Sachen passieren, akzeptiert man das irgendwie eher, als wenn das irgendwie in einer Realverfilmung passiert, finde ich. Und das Ganze ist geschrieben von Seth Rogen und Evan Goldberg und Jeff Rowe. Und speziell Seth Rogen und Evan Goldberg, die haben natürlich eine spezielle Art von Humor. Ich denke da nochmal nur an Superbad und irgendwelche anderen Produktionen. Und dieser Humor, der haut hier voll durch. Also, und das ist im guten Sinne, wirklich im absolut guten Sinne zu verstehen. Und wenn man sich erinnern mag an so Seth Rogen-Produktionen, der ist hier so ein Hip-Hop-Soundtrack, der wirklich, ich sag mal so, das ist wirklich so eine Playlist, die hier in dem Film drin ist. Die habe ich wahrscheinlich genau alle auf Spotify genau bei mir in der Playlist drin. Also da ist wirklich kein schlechter Song drin, ne? Und das ist alles so 90er-Jahre-Hip-Hop, und das passt so wie Arsch auf Nachttopf hier, und das ist einfach richtig geil. Es fühlt sich so gut an, der ganze Film, nachdem so das erste Lied kommt, wo man denkt, oh geil, es fängt schon mit so einem ersten Song an. Da ist man schon drin, wenn man so Kind ist, der 90er, der vielleicht so die ganzen Sachen gehört hat, und man ist sofort drin. Und leider, also ich habe ihn auf Deutsch geschaut, im Original haben die natürlich auch noch richtig gute Synchronstimmen, da ist zum Beispiel Seth Rogen, der einen Bebop spricht, John Cena, der Rocksteady spricht und so weiter, Jackie Chan spricht Splinter, Paul Rudd spricht Mondo Gecko, Ice Cube spricht Superfly, hat man natürlich im Deutschen nicht, aber es funktioniert im Deutschen trotzdem extrem gut, und es macht so einen Spaß, und es ist herrlich. Es ist eine Origin-Story, das heißt, man braucht auch theoretisch keine Vorkenntnisse. Man kann diesen Film schauen, ohne jemals irgendwas gesehen zu haben von den Turtles. Es wird alles erklärt, wie das dazu kam, und total tolle Rückblenden, wie das damals gewesen ist und wie die ihre Kräfte bekommen haben, und so eine herrliche Überdrehtheit und aber auch dieses ganze Thema mit drin, dass sie natürlich gerne in der in Anführungszeichen normalen Welt leben möchten. Sie gucken halt irgendwelche Filme und Serien, sie schleichen sich bei so Open-Air-Kinos hinten mit rein und gucken irgendwelche Filme, wo irgendwas passiert, und sie wären da halt gern mit in der normalen Welt wie die normalen Kinder, und sie sind aber halt Aussätzige, sie werden halt da von der normalen Welt nicht beachtet oder sogar mit Abscheu wird ihnen begegnet. Und da sind halt auch schon ein paar schwermütigere Themen mit drin. Und das tut dem Film aber richtig gut, und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich so diese Sache, dass wieder große Bedrohungen da sind, die bekämpft werden müssen, oder wo sie dann drauf kommen, okay, wir sind jetzt hier so ein bisschen die Aussätzigen, aber wenn wir den Menschen Gutes tun, dann akzeptieren sie uns vielleicht, und sie versuchen denen dann zu helfen. Ganz, ganz tolle Geschichte, gut erzählt, und es hat mir so einen Spaß gemacht, das zu schauen. Deswegen gebe ich hier 8 Punkte für Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Und ja, werft bitte, wer streamt es an, und schaut, wo ihr das momentan gucken könnt. Es ist auf diversen Plattformen verfügbar, bei Sky, bei Amazon kann man sich das überall ausleihen. Wenn ihr vielleicht
knapp bei Kasse seid, dann wartet einfach ein bisschen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann in einem, in Anführungszeichen, normalen Streaming-Abo mit verfügbar sein. Aber wer 4,99 übrig hat, kann das jetzt mal im HD, im Sky Store oder bei Prime Video gucken. Bei Prime gibt es sogar in 4K, das habe ich gemacht. Und ja, viel Spaß damit, Teenage Mutant Ninja. Ich habe da eine ganz wichtige Frage. Ja, schieß los. Essen Sie Pizza? Natürlich, selbstverständlich. Okay, dann ist gerettet. Und ich kann auch empfehlen, bei Rewe gibt es eine Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza, gibt es zwei Stück, eine scharfe und eine mit viel Käse. Und die mit viel Käse ist sehr lecker. Die andere kann ich noch nicht bewerten, die ist noch im Kühlschrank. Ja. Okay. Habe ich, glaube ich, auch bei Insta mal irgendwie ein Foto oder eine Story gemacht. Wahrscheinlich gibt es das auch woanders, muss ich dazu sagen. Ich habe es nur bei uns im Rewe entdeckt. Okay. Keine Werbung, es gibt noch andere tolle Supermärkte wie Edeka und Penny und Aldi und willst jetzt Kaufland jetzt nicht mehr, aber ich wollte ja nur Beispiele nennen, nicht, dass jemand sagt, oh, die machen Werbung für Rewe. Ja, ich mache gerne Werbung für Rewe, wenn ich bezahlt werde. Naja, okay, jetzt Brady's Ladies, hat das mit der Brady Bunch zu tun oder jetzt bin ich gespannt. Nein, Brady's Ladies hat mit Tom Brady zu tun. Oh, ah, okay. Ja, ist das eine Doku oder was? Nee, es ist ein Film. Es ist ein Film, inspiriert von einer wahren Geschichte über vier Freundinnen, gespielt von Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Und zwar die Liebe zu Tom Brady und zu den New England Patriots. Das ganze Spiel 2017, glaube ich, ja. Da hat Tom Brady noch für die New England Patriots gespielt. Und die vier haben durch Zufall, weiß ich nicht, ich glaube 2012 oder was weiß ich, wird immer eingeblendet, in welchem Jahr die sind, haben sie durch Zufall hat irgendwie der Fernseher war kaputt oder die Fernbedienung war kaputt, sie konnten nicht umschalten, haben den Fernseher angemacht und da lief ein Spiel von den New England Patriots und da haben sie so ihre Leidenschaft für Football und für Tom Brady entdeckt und so sind die jedes Wochenende zusammengekommen, die vier Freundinnen, und haben immer Football geguckt. Und eines Tages, kurz vor dem Super Bowl, die Patriots stehen im Super Bowl gegen, weiß ich nicht, habe ich vergessen, und sie entschließen, dorthin zu gehen. Man muss dazu sagen, sie sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, sie sind, drei von ihnen sind 80, eine ist 75, aber sie wollen unbedingt einmal in ihrem Leben dorthin gehen. Aber wie kommt man an Tickets? Sie sind teuer. Ne? Also machen sie bei einem Gewinnspiel mit und tun auch noch alle ihre Freunde, die eine wohnt in so einer Art Seniorenheim, aber eher so hochwertig, tut die alle mit einspannen und dass die da alle anrufen, damit sie die Tickets bekommen. Und vermeintlich ist es auch so, dass sie die Tickets gewinnen und es schaffen, zum Super Bowl zu gehen. Also machen die vier sich auf den Weg nach Houston, in dem Fall war das das Finale dort. Und machen alles mit, was geht. Also da gibt es ja dann diese NFL Experience, wo sie hingehen können und irgendwie so Footbälle werfen und was weiß ich. Da kann man ja ganz viel machen, wenn man dorthin geht. Das ist ja eine Riesenveranstaltung, das ganze Wochenende lang. Und sie machen alles, versuchen alles mitzumachen und versuchen dann irgendwie genug Energie zu haben, um den ganzen Tag durchzustehen und dann passiert auch das ein oder andere Unglück und jede der vier hat so ein eigenes kleines Abenteuer, was sie in der Zeit dort erleben und als es dann endlich soweit ist, der Super Bowl Sonntag ist da und sie wollen ins Stadion, kommt raus, dass sie die Tickets gar nicht gewonnen haben, sondern dass die eine von den vier die Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft haben und leider waren die gefälscht. Das heißt, sie konnten, können nicht ins Stadion. Aber sie wollen ja unbedingt, sie wollen unbedingt dabei sein. Deswegen versuchen sie auf anderen Wegen irgendwie ins Stadion zu kommen. Ob sie es schaffen, wie der Film ausgeht, ob sie Tom Brady treffen, ihren Lieblingsspieler, das verrate ich nicht, das muss man angucken. Alles in allem ist es ein sehr, sehr quatschiger Film, aber auch ein sehr, sehr herziger Film. Also da passiert natürlich total viel Blödsinn. Ich meine, da ist so eine Oma, die hier die Football, Football, Foot,
Football, das ist die Mehrzahl von Football. Footballs? Footballs wirft gegen einen ehemaligen Spieler und gewinnt. Du, ja, kann natürlich nicht sein. Also es ist schon teilweise sehr, sehr quatschig, ja. Aber sie lernen halt auf ihrer Reise sich selber noch mal ein bisschen kennen, haben so kleine Abenteuer, lernen andere interessante Menschen kennen. Man sieht auch die ein oder anderen bekannten Football-Gesichter, wo sich die halt zur Verfügung gestellt haben für den Film. Und ja, das ist, also eigentlich ist er total albern, aber eigentlich ist er auch total süß, der Film. Hm. Ja. Also mir hat er gefallen. Also ja, das sieht nach einem absoluten Feel-Good-Film aus, schon vom Poster her. Und ich glaube, immer wenn du gesagt hast, ob das genau das passiert alles, weil sonst wäre es nicht der Feel-Good-Film. Ich will nicht sagen, ob das passiert. Naja, so Feel-Good ist ja jetzt ist nicht. Also, da sind auch ein paar, ja. paar kurzweilig ein paar traurige Richtungen eingeschlagen. Ist nur meine Vermutung. Ja, das kann ja auch, also die Aber eine. Es, ja, macht einen guten. Die eine, die träumt immer von Tom Brady, das, und dann sieht sie ihn auf dem Plakat und dann spricht das Plakat mit ihr. Oh, okay. Aber das ist ja nicht, dass sie ihn trifft, richtig. Ne? Also das ist, ja, das ist aber sehr, sehr süß gemacht. Eventuell mal zu einem MRT für den Kopf gehen. Ja, die ist eh krank. Egal. Also die hat den Krebs besiegt vor ein paar Jahren und dadurch sind die auch überhaupt zu dem Football gekommen. Muss man da zum Arzt gehen, weil Serhou Guirassy spricht auch immer zu mir vom Poster. Scheinbar, frag schon Chris nochmal. Mach mal bitte. Okay. Naja, auf jeden Fall kann man den klicken. Also der ist jetzt verfügbar bei Sky Cinema und Sky On Demand verfügbar. Ich fand den einfach süß. Ich mag Football. Und es ist halt, wie gesagt, inspiriert von einer wahren Geschichte. Also diese vier Mädels, die Brady Girls, gab es wirklich. 80 for Brady haben sie sich genannt. Die gab es halt wirklich. Und das fand ich einfach ganz, ist einfach süß. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie knuffig. Ja, klingt echt ganz cool. Jo, ach, da sind wir schon bei den Serien angekommen hier. Jetzt haben wir alle auf das andere gewartet, ne? Sollte haben. Okay, die Quelle des Bösen, RTL Plus. Ja, ich mache direkt weiter. Die Quelle des Bösen gibt es bei RTL Plus und ich bin durch Zufall drüber gestolpert, als ich auf dem Plakat gesehen habe, das Plakat gesehen habe und dachte so, ist das Fahri Yardim? Und ja, er ist es. Fahri Yardim spielt einen Polizisten im Jahre 1993, der bei Ermittlungen oder zu Ermittlungen hinzugezogen wird. Ich lese gerade den deutschen Zusatztitel, sorry. Weil in einem Jagd Waldstück. Nach dem Runenmörder. Ja. Der deutsche Zusatztitel. Weil in einem Waldstück eine Mädchenleiche gefunden wird, die auf einem Blütenbett liegt und mit seltsamen runenartigen Symbolen in die Haut geritzt wurde. So. Und er und seine Kollegin, gespielt von Henriette Confurius, müssen dann dem Ganzen auf die Spur gehen. Also was hat es mit den Runen auf sich? Haben die eine bestimmte Bedeutung? Liegt hier eine Mordserie vor? Weil es gab schon mal vor ein paar Jahren ähnliche Mordfälle. Und da wird dann halt ermittelt. Und dann was hat dann auch vielleicht diese mysteriöse neue Familie im Dorf damit zu tun? Und von der Ermittlerin, ihr Bruder ist auch in den Fall verstrickt. Das ist alles sehr verzweigt und verzwickelt und verzwackelt. Und erinnert ein bisschen an die Serie Der Pass, falls sie jemand kennt. So ein bisschen langsam und ruhig erzählt in so einem düsteren Waldörtchen. Und auch, wie gesagt, 1993, das heißt, wir haben halt auch ein bisschen veraltete Technik und alles ist nicht so easy peasy mit, ich google hier mal was und da und hier und dort. Und hier mal geschwind die Fingerabdrücke abscannen und mit der Datenbank vergleichen, das gab es halt damals noch nicht und so. Und das macht das Ganze halt, finde ich, relativ spannend. Brauche ich eine zweite Staffel? Weiß ich nicht. Habe ich die erste gut gefunden? Ja, ist gut, kann man angucken. Und ich mochte halt mal eine ganz andere Art und eine ganz andere Rolle für Fahri Yardim. Ja.
Ja, pack das mal mit bei Fortsetzung folgt in die Liste. Das klingt ganz interessant. Okay. Gibt es zwar erst nur bei RTL Plus, das haben jetzt nicht so viele, aber mal schauen. Ja. Okay, dann habe ich nur noch eine ganz kleine Empfehlung aus dem Streaming-Bereich auf Netflix, eine Doku. Vjeran Tomic, The Spider-Man of Paris heißt das, oder im Original L'Homme Araignée de Paris. Da geht es um einen Parkour-Läufer aus Paris und das ist schon echt atemberaubend, was man da teilweise zu sehen bekommt. Und die Netflix-Dokus sind ja immer ganz gut. Also vielleicht mal reinschauen. Mit VJ Vjeran Tomic, Spider-Man of Paris. Das ist ein cooles Ding, coole Doku. Okay, dann sind wir ja durch für heute. Dann gibt es Musiktipps und meinen habe ich ja schon ein bisschen gespoilert gehabt. Der kommt jetzt. Music. Von der Bacow Rhythm and Steel Band PIMP, nämlich die, das Remake oder das, ja, das, die neue Version von 50 Cent's PIMP. Ich glaube, dass die mehr Erfolg haben wird wie das Original. Meinst du? Zumindest jetzt. Ja, ich kenne mich ja, ich bin auch ganz großartig in zu Ratespielen. Deswegen glaube ich schon. Oder nicht? Ich habe von Kami Kehoe, Sleep When I'm Dead. Ich muss mal rausfinden, wie man den Namen wirklich ausspricht. Von ist das ein hawaiianischer Name? Oder? Nee, das ist eine Dame. Ja, die kann ja auch aus Hawaii sein. Ich gucke gerade, wo sie herkommt. Okay, also, so, packe ich drauf. Kann ich empfehlen. Ist jetzt auf der cool. Playlist. Und was gibt's von dir, Kate? Ich nehme mal ein Oldie, also für mich Oldie, but Goldie. Oldie in Anführungsstrichen. Christina Perry mit Jar of Hearts. Das kenne ich sogar. Möchtest du die normale Version oder die Akustikversion? Die Anniversary Akustik. Normale, please. Oder die Live at the Oceanway Studios. Gibt's auch. No, the normal. Ja, normal, please. Ist ja normal hier. Ja, the normal one. Genau, ein bisschen please, mal please. Über den Schatten springen und mal was anderes nehmen. Ah, nee, gut, okay. Alles klar, habe ich alle drin. Chris, gibt's was Neues zum Thema Hawaii oder nicht? Bevor man ich weiß nur, dass sie 19 ist und halt auch Schlagzeug spielt. Deswegen. Mhm. Und aus, glaube ich, aus Los Angeles kommt, aber. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Leute beschweren sich doch schon über lange Pausen, Kate. Jetzt muss ich das mit Absicht hier. Ich will mal rausschneiden. Bis bald im Kinocast.